Psychotherapie wirkt, indem wir lernen, uns besser kennenzulernen. Daher, wir fangen an, unsere Gedanken, Gefühle und unser Verhalten besser zu verstehen und können so herausfinden, wie wir ticken. Wenn wir uns besser kennenlernen, dann können wir nämlich auch lernen zu beobachten, was fehlt uns denn im Alltag, was brauchen wir und natürlich auch, was läuft bereits gut. Und wenn wir da besser hingeschaut haben und da einen besseren Blick für haben, dann geht es natürlich auch darum, die Dinge, also die Gedanken oder Gefühle zu verändern, die uns eben belasten. Und dazu gibt es in der Psychotherapie unzählige Methoden, die natürlich ganz spezifisch für die verschiedenen Bereiche sind. Zum Beispiel ist es bei Depressionen super wichtig, dass wir wieder lernen, mehr von den Dingen zu tun, die uns wichtig sind, die uns Freude bereiten, anstatt uns eben zurückzuziehen. Oder bei Angststörungen können wir lernen, dass die Angst zwar wahnsinnig unangenehm ist, aber dass man sie tatsächlich auch aushalten kann. Und dass wir auch lernen können, wieder in Situationen zu gehen, die uns Angst machen und die wir vielleicht in der Vergangenheit vermieden haben. Und das klingt jetzt alles erstmal so simpel, ist es aber oft gar nicht. Und genau deshalb gibt es ja Psychotherapeutinnen oder auch Ärzte, aber eben auch Online-Trainings, denn die können diesen Prozess unterstützen. Was viele vielleicht nicht wissen, online-basierte Trainings beruhen auf den gleichen psychologischen Methoden, die man eben auch in der Therapie, also bei einer Therapeutin oder bei einem Arzt lernen würde. Über Probleme und Schwierigkeiten reden ist immer eine gute Idee. Am besten allerdings nicht nur mit einer Psychotherapeutin, sondern auch mit Freunden oder der Familie. Denn wir wissen ja alle, in Gesprächen fällt es uns viel leichter herauszufinden, was eigentlich gerade los ist und auch Ideen zu bekommen, was wir vielleicht anders machen können. Neben guten Gesprächen führen geht es also in einer Therapie darum, Dinge tatsächlich auszuprobieren und zu lernen, welche Übungen und Strategien uns ganz konkret im Alltag helfen. Und das kann man sich vielleicht so vorstellen. Angenommen, du hast jetzt beim Sport zum Beispiel deinen Fuß verletzt. Dann kann es natürlich hilfreich sein, wenn du etwas darüber lernst, wie deine Muskeln oder Gelenke anatomisch funktionieren. Und auch, wenn man dir erzählt, was du zu Hause tun könntest, damit es deinem Fuß besser geht. Allerdings hilft das alles nichts, wenn man nur über die Übungen spricht. Man muss sie im Alltag auch tatsächlich ausprobieren und üben. Und das kann natürlich gerade am Anfang anstrengend sein. Je mehr man doch übt, desto stärker werden die Muskeln und desto besser wird auch wieder die Beweglichkeit. Und genauso ist das auch bei der psychischen Gesundheit. Wir müssen im Alltag üben, damit es uns besser geht. Und genau diese Übungen, die lernen wir in einer ganz klassischen Therapie, aber eben auch in psychologischen Online-Trainings. Und der Vorteil von psychologischen Online-Trainings ist, dass ich die Übungen genau dann nutzen kann, wenn ich sie eben im Alltag brauche, da ich ja nicht auf einen Therapieplatz oder Therapietermin warten muss, sondern immer direkt dann üben kann, wenn es für mich wichtig ist. Es kann aber genauso wichtig sein, dass man im Therapieprozess merkt, ich möchte mich mit jemandem austauschen, ich möchte irgendwie mit meiner Therapeutin über meine Probleme reden. Und dann ist es super wichtig, sich einen Therapieplatz zu besorgen. Und deswegen sehen wir im Prinzip auch Online-Trainings gar nicht unbedingt als Alternative zur Psychotherapie, sondern man kann das vor einer Therapie machen, während einer Therapie, nach einer Therapie oder anstatt einer Therapie. Das ist alles möglich. Ob man sich jetzt für ein Online-Training oder eine klassische Psychotherapie entscheidet, das ist etwas ganz Persönliches. Es gibt bei beiden sicherlich Vor- und Nachteile. Ich glaube, dass die Vorteile von Online-Trainings sind, dass sie auf jeden Fall zeitlich und örtlich flexibel sind. Das heißt, du kannst sie immer dann machen, wenn es für dich gerade gut passt. Außerdem gefällt natürlich vielen besonders gut, dass sie auch anonym sind. Also du kannst dich erstmal selber mit deinem Problem beschäftigen und auch merken, dass du deine Probleme oder Herausforderungen selber in den Griff bekommen kannst.
Gleichzeitig kann es aber auch sein, dass du merkst, Mensch, irgendwie fehlt mir doch der Austausch. Ich möchte eigentlich noch mal viel individueller über meine Probleme, vielleicht auch ein bisschen über meine Vergangenheit sprechen. Und dann ist natürlich eine Psychotherapie das Richtige. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man einfach anfängt, etwas für sich zu tun, dass man sich auf dem Weg begibt, sich um die eigene psychische Gesundheit zu kümmern. Und ich glaube, da ist jeder Weg, also Online-Psychotherapie oder auch eine klassische Therapie, genau richtig. Und man darf auch nicht vergessen, wie gesagt, man kann die Dinge auch miteinander kombinieren.